sensitiv. Ich kann hier auch wieder mit Maus und Tastatur. Das ist sehr gut. Das hört sich gut an. Play. Dann spielen wir mal. Okay. From Darkness. Was ich da jetzt mitbekommen habe, ist, dass wir den Enkel spielen und wir sollen jetzt ins Apartment von dem Großvater, um dort irgendwas zu holen. Okay, ich kann laufen. Oh. Eieieiei. Machen wir mal ein gutes Stück runter, bitte. Ja, gut aus. Objective, get into the apartment of the deceased. Okay, wir sollen in das Apartment 64. Da hängen auch schon Briefe drin. Kann ich gar nicht rausnehmen. Wir sollen ins Apartment 64. Ist da keine Grafikeinstellung oder so? Nee. Einstellung gibt's ja auch nicht. Oh, wieder ein russisches Spiel anscheinend. Left home and did not return. Signs, height, short dark hair, brown eyes, was wearing white t-shirt. Oh, da ist jemand vermisst worden. Da wird jemand vermisst. Ja. Helft immer, liebe Leute. Wenn ihr Hinweise habt, ruft diese Nummer an oder die 112. haben die in Russland die gleiche Nummer für Feuerwehr und Krankenwagen? 112? Hab ich dir nicht From the Darkness geschenkt? Nee, hast du nicht. Das war ein anderes Spiel. Oh, Fabio, ich weiß gar nicht mehr, welches das war. Das haben wir aber schon gespielt. Das haben wir schon gespielt. Verstehe ich gut. Ja. Also ich glaube, ihr versteht auch wirklich, was ich meine damit, weil es ist einfach nur ein schlechter Slenderman-Abklatsch gewesen oder so. Also, weiß nicht, war jetzt irgendwie nicht so cool. Wenn ich weggucke, dann bewegt sich das? Okay, nee. Okay, ist da drin. Ja, ich würd mal sagen, dass wir in den sechsten Stock müssen. Hier, ja, der Fahrstuhl macht sein eigenes Ding. Oh, nett. Haben wir eine Taschenlampe? Ich habe keine Taschenlampe. Okay. Kann ich mich ducken? Kann ich irgendwie crouchen? Nee, kann ich nicht. Okay. Ah, wir sind im sechsten Stock. Ja. Geht's noch? Oh, das geht noch. Okay, I need. Ja, ich komme nicht höher. Eine Alpha-Wand. So, Apartment 64. Oh. Okay, linke Maustaste ist Use. Dear neighbors, if you don't stop making noise at night, we will call the police. Okay. Der Opa. Was? Na gut. Okay, der Opa scheint ein bisschen lauter zu sein. Ah, hier an das Ding können wir ran. Hier können wir nichts machen. Dann schließen wir mal auf. Ja. Da gehe ich doch nicht rein. Und er geht doch rein. This apartment has long been abandoned. Okay, das Apartment ist schon lange verlassen. Okay, Licht kann ich nicht anmachen. Da liegt ein Schlüssel. Ah, kann ich damit den Kasten hier öffnen? Da war doch ein Schloss. Ah, okay. Erste Rätsel gelöst. Ich bin stolz auf mich. Ah, ein Sicherungskasten. Okay, dann müssen wir jetzt das Licht anschalten können, ne? Ah. Ui, das sieht tatsächlich sehr lange verlassen aus. Guck mal, da kommen die Tapeten, kommen schon runter. Remote. Okay, hier komme ich nicht rein.
Oh, der Sound ist böse. Kann ich, okay. Aber ich glaube, der Sound ist ganz gut, ne? Also der ist nicht zu laut, nicht zu leise. Kann ich mir das Futter... ich kann... Ah, rechte Maustaste kann ich ein bisschen ranzoomen. Okay, was ist das für ein Massenbegräbnis? Natürlich steht der Wodka auf dem Küchentisch mit dem Glas daneben. Und die gute... und die gute Wurst mit einer Proteinbeilage dazu. Da steckte noch eine Kakerlake drin. Was haben wir hier? Den kann ich nicht lesen. Keine Ahnung. Das Tabak? Irgendwas mit Tabak stand da doch gerade, oder? Oder habe ich das gerade? Nee. Okay, nee, keine Ahnung. Hä? Was ist das für ein Gesicht? Erkennt ihr das? Okay, das sieht widerlich aus. Ja, Fabio, vielen Dank, dass du so mitfühlend bist. Also dieses Ding hier, direkt schon von Anfang an in diesem Apartment, mit dieser Soundkulisse, löst schon ein viel, viel größeres Unbehagen aus, als eben die ganze Zeit in den Schützengräben. Das scheint unsere Oma zu sein hier. Oh Mann, die war ja ein richtiger Leckerbissen früher. Unsere Oma sah ja richtig gut aus. Okay, steht da jemand? Seht ihr das hier am Fenster, wo der weiße Punkt ist? Da steht doch jemand, oder? Irgendwo ein Lichtschalter? Oh, ich will da nicht reingehen. Ich gehe da nicht rein. Ohne Scheiß, da steht doch jemand. Ich sag ja, das ist schon viel, viel unheimlicher. Was? Hab ich auch keine Lichtschalter oder so, ne? Sind auch überhaupt keine Lichtschalter. Hier, das Bad ist einfach immer... Ach, hier. Oh. Denn auch hier draußen ein Lichtschalter für das Wohnzimmer? Ja, anscheinend nicht. Oh, lecker. Auch wieder schön Kakerlaken. Also entweder wird das einer unserer Elternteile sein, beziehungsweise, aber da sehen die schon älter aus. Unsere Oma und Opa, das werden wahrscheinlich wir sein. Okay, hier ist zu. Was haben wir hier? Oh! Seht ihr das? Erkennt ihr das? Da lunzen uns Augen an. Nee. Oh. No electricity. Hör doch auf. Mach doch sowas nicht. Bitte. Bitte. Bitte nicht. Bliat. Oh Gott, die... Oh Gott, die Augen, die starren uns immer noch an. Ich mach mal zu, ne? Oh Gott, die Augen machen mich kirre. Oh, die Tür ist auf. Missing part? Oh nein. Das ist ein Schlüssel. Okay. Ah, wir hatten hier im Flur noch eine verschlossene Tür, ne? Die kann ich nicht öffnen. Oh, der atmet. Hey. Du sollst die Tür zumachen. Okay. Also das Spiel ist eine ganz andere Nummer. Eieiei.
Ich hab Gänsehaut. Leck mich am Arsch. Eichi. Ah. Closed. Okay, den kriegen wir nicht auf mit dem aufgemalten Schlüsselloch. Oh, das sieht nicht nett aus. Was hat er hier drin getrieben? Ist das unser Opa da? Oh. Was ist mit unserer Oma passiert? Ach, hör auf. Hör auf, das Licht immer auszumachen, bitte. Das Spiel ist so böse, ich habe das zum Teil schon gesehen. Ja, es fühlt sich auch schon wirklich böse an. Ganz, oh. Ah, hier ist der Lichtschalter. Okay. TV is not working. Working. Okay, ich kann hier aber ansonsten auch nichts öffnen. Okay, die Zange kann ich auch nicht mitnehmen. Es ist ziemlich stürmisch draußen, muss ich sagen. Oh, ohne Scheiße, dieses Geatme da hinter der Tür, ne? Ich dreh durch. Puppen. Ich hasse Puppen. Boah. Ui, da ist ein neues Loch in meiner Hose. Ich spür's. Ich spür's. Norddeutsches Grillwetter, ja. Oh, was sind wir denn? Okay, so sehen wir aus. Wir sind ja Bodybuilder. Album. Leck mich doch. Amazu, auch gut erschreckt. Ich ruf mal einen Exorzisten, jawoll. Heilige Scheiße. Was war das denn, ey? Get out. Und was bist du denn für eine hässliche Puppe, bitte? Was bist du denn für eine hässliche Puppe, ey? Heilige Scheiße. Was war das gerade? Ein Radio? Nee, ich kann mich verstecken. Oh. Will mich nicht verstecken können. Warum? Warum kann das nicht einfach nur ein Walking-Simulator sein? Ich liebe Walking-Simulatoren, ne? Aber... Oh! Okay. Nett. Sollte ich vielleicht nicht so häufig machen. Ja. Osteuropäischer Plattenbau. Okay, uns fehlen hier Teile. Du bist hoffentlich brav, ne? Die springt dich gleich an. Ja, es ist Herr Puppen purer Hass. Ey, I mean, zumindest kein Skelett. Ja, immerhin, immerhin. Warum wird die Musik so dramatisch? Ich. Geh, nein. Lass das Licht an. Der Fernseher ist angegangen, ne? Willkommen hier bei RTL 2. Warte mal, da liegt jetzt ein Buch. Ist das die Tür, wo uns die Augen angestarrt haben? Oh ja, natürlich. Und die Augen starren uns immer noch an. Ich nehme nur das Buch, okay? Objective, get out. Oh, die Augen sind weg. Oh, nee. Ah. Ah. Gänsehaut am ganzen Körper, Leute. Das Spiel ist super unheimlich.
Das Spiel ist super unheimlich. Habe ich hier irgendwie ein Inventar oder so? Weil ich habe da jetzt auch nicht wirklich. Ich drück mal alle Knöpfjes. Okay, ich scheine kein Inventar zu haben. From the Darkness by Naba. Ich habe hier auch keine Controls oder so, ne? Nee, okay. Sind das eigentlich für Geräusche? Okay, Puppe. Oh, die Puppe kommt kurz auf. Oh nein, sie verfolgt. Oh Gott, ich hasse das. Oh, Puppe, bitte. Ich habe keine Ahnung, was das für Geräusche sind. Soll ich das Buch hier reinlegen? Weil hier überall steht ja irgendwie Get Out, finde das Objekt Get Out. Alles ist ja irgendwie auf Get Out gemacht. Ich kann zurückstarren. Ich kann hier auch nichts. Ja, nee, da will ich gar nicht reingehen. Und guck mal, die Farbe verändert sich, wenn ich da reingehe. Okay, aber ich gehe da nicht rein. Was ist das für ein Geräusch? Ist das kaputt? Kann ich auch nicht aufheben? Hier drin? In irgendeiner Box? Closed? Vielleicht musst du da rein. Wenn ich eins gelernt habe, dann stell dich deinen Ängsten oder werd rückfällig und zieh die Fong zurück. Opa war Kultist und hat seine Seele den Dämon vermacht. Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Das sieht auf jeden Fall nach irgendeinem Kultisten-Zeug aus hier. Ich kann mich auch nicht ducken. Okay, wir gehen jetzt mal zum Opa rein, weil was anderes kann ich hier auch nicht machen. Ich gehe da einfach mal rein. Wir gehen mal zum Opa. Mal schauen. Ja. Boah, Alter. Oh. Wer ist der denn? Oh. Opa, du siehst scheiße aus. Hat dir das schon mal jemand gesagt? Und was ist das für eine eklige Wand jetzt hier vor uns? Okay, wir sind gefangen. Boah. Das ist aber auch, da erschreckt man sich aber auch wegen jedem kleinsten Scheiß, ne? Weil ich hier die ganze Zeit so unglaublich angespannt bin. Ist da gerade die Badezimmertür aufgegangen? Weil ich so unglaublich angespannt bin. Ah! Was? Mach das Licht an! Okay, der klingelt draußen, ne? Ja, der klingelt draußen. Nein! Opa! Auf damit! Okay. Okay.
Nope. Oh, die Puppe guckt mich immer noch eklig an. Okay, uns fehlen noch die beiden Sachen dafür. Irgendwas müssen wir hier ja getriggert haben oder so. Vielleicht hier drunter jetzt irgendwas? Ja, der schmatzt ganz schön beim Essen, muss ich auch sagen. Kann ich das Licht jetzt hier anmachen? Kann ich immer noch nicht anmachen. Entschuldigung, ich wollte dich nicht stören. Es tut mich leid. Was? Geiler Remix. Hey, hey. Hör auf damit. Schluss jetzt. Es reicht, Puppe. Morse-Code. Könnte sein, will er mit uns kommunizieren? Möchte er mit uns kommunizieren? Ich mag die Gitarre. Sie ist ein bisschen beruhigend. Und du bist es nicht. Auf gar keinen Fall. Was? Paving? Oh. Ist er gerade in die Küche gegangen? Nicht wirklich, oder? Es ist ein bisschen Licht haben hier. Oh. Nein. Warum habe ich hier nur noch einen Lichtschalter? Damit. Lass das Licht an. Ihhh. Da sind lauter Finger drin. Okay. One Finger, aber ich glaube, wir haben hier die Dinger gefunden, ne? Das imperialistische Fingerfood. Fingerfood, euer. Man merkt, dass ihr zusammengehört. Oh Gott, das ist dunkel. Warum ist das nur so dunkel? Das bringt einfach gar nichts. Ich lauf durch. Bitte. Bitte. Ich will mich verstecken. Holy moly, Alter. Ich bin super angespannt.
Okay. Ich bin super angespannt. Koppel mag ich auch nicht, ey. So, wir setzen, aber wir brauchen ja immer noch den Code, ne? Ich habe keine Ahnung, wie der Code ist. Oh, was war das? Rotes Dreieck? Aha, okay. Das wird das sein, ne? Okay, rotes Dreieck. Warum sagt er mir das jetzt? Oh, da war was. Okay, deswegen sagt er mir das jetzt. Okay, grün ist dieses komische Symbol. Okay. Aufgeregt. Okay, dann haben wir grün, haben wir auch schon mal. Sind alle Zeichen hier in diesem Zimmer versteckt? Oh, Wahrscheinlich, oder? no, 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 no. Okay, das wird das sein. Lol. Hier noch mal kurz um das Bett. Irgendwie hat er das immer. Grad, die Puppe hat mich gerade angeguckt. Du Kackpuppe, ey. Oh, blau. Okay, blau ist das. Scheiße, was war blau? Blau war das. Aha. Die Maus, ne? Das? Hä? Ah, okay. Falsches Symbol. Die wurde die ganze Zeit so, ist geil, ne? Ja, ist super geil. Eine Taschenlampe. Ach ja, natürlich. Oh, die ist jetzt nicht unbedingt geiler, die Taschenlampe. Ohne Scheiß. Oh, die ist nicht unbedingt geiler, die Taschenlampe. Ich am Arsch. Wer ist er denn jetzt? Könntest du mal das Klo bitte frei machen? Es müssen auch andere Leute noch auf Toilette. Oh Gott. Es müssen auch andere Leute noch auf Toilette. Fällt euch was auf, Leute? Ich meine, ich weiß nicht, wie lange der hier schon liegt. Es ist alles super verdreckt. Die Tapeten kommen runter. Es ist alles verrostet und eklig. Aber das Klopapier ist glänzend weiß.